So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Folge von KX Street. Wir sind zurück und aktuell bei den Jungs und Mädels von Western, von Sierra Western, so rum. Nee, Western Sierra, so rum heißen sie. Gerade unterwegs. Und muss sagen, die haben das geilste Gebiet mit auf der Map. Hier diese ganzen schönen, wunderbaren Togestraßen sind einfach insane geil. Hier ist zwar kein Gegenverkehr unterwegs, wie wir jetzt rausgefunden haben mittlerweile, aber spielerisch ist das hier schon sehr geil und sieht vor allem auch geil aus. Und deswegen haben wir auch einen der geilsten Buden überhaupt gekauft mit dem geilsten Ausblick über die fucking Stadt. Es ist, glaube ich, auch wirklich der höchste Ausblick über die Stadt. Für oben könnte vielleicht noch sein, aber das Ding war ja schon wirklich ein guter Deal. Und wir fahren heute das nächste Rennen. Die nächste direkte Gegnerin vom Club selber steht an. Und da werden wir direkt mal reinschauen. Nachdem wir diesen Porsche mal ganz kurz wieder freundlicherweise vollgetankt haben, haben wir letztes Mal ein paar Liter Sprit durchgejagt. Reifen sind noch in einem sehr guten Zustand. Die Racing-Reifen halten wirklich vernünftig lange. Und ja, wir fahren mal rüber. Ist jetzt die richtige Route, ne? Ich fahre jetzt gerade nicht vollkommen falsch. Ne, ist die richtige Route. Und ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Der Club hat ja ein bisschen weniger Rennen. 15 statt nur 19. Aber wie gesagt, ich finde, durchweg machen die Rennen super viel Laune. Und wenn wir am Performance-Laden vorbeikommen sollten, mag ich mal gucken, dass wir dem Kollegen hier vielleicht vorne noch einstellbare Querlenker geben. Weil, hatte jemand recht, so ein bisschen mehr Sturz auf die Vorderachse könnte schon helfen, dass der Boy ein bisschen mehr einlenken will, weil uns fehlt so ein bisschen. Also er funktioniert super. Ich meine, bisher in den Rennen sind wir easygoing durchgekommen. Das war gar kein Stress mit unserem 911er. Aber ich hätte trotzdem sehr viel Böcke darauf, dass der Kollege ein bisschen, ja, agiler um die Kurven lenkt. Er wehrt sich ein bisschen. Was natürlich vermutlich auch ein bisschen an dem asozial breiten Reifen, den ich davor draufgeschmissen habe. Ich glaube 255, 265 oder irgendwas komplett bananemäßiges haben wir dem Kollegen hier draufgeworfen. Das hätte nicht sein müssen, wir hätten auch einfach schwere Reifen und Spurplatten wählen können. Weil ihr seht so ein bisschen, er ist ein bisschen anders, Stewie. Das ist für Porsche halt scheiße. Normal sollte das Ding richtig schön ums Eck gehen. Ich meine, für die Gegner hier reicht's, aber da ist noch Luft nach oben. Und die würde ich schon gerne nutzen, weil der Wagen an sich ja sonst fahrerisch sehr geil ist und auch vor allem Spaß macht. Und die Gegend hier oben ist wirklich super cool. Das Einzige, was mich halt stört, ist halt, dass wir hier, wenn wir in der Open World rumfahren, hier halt kein Verkehr ist. Also ein, zwei Autos, die zumindest hier rumcruisen, wäre ganz cool. So ein bisschen Gegenverkehr wäre schon ganz nice. In den Rennen kann ich es verstehen. Ne? Also das ist dann auch so ein Thema, um einfach die KI, sagen wir mal, gewissermaßen vor sich selbst zu schützen. Aber gut. Aber es macht hier einfach richtig Bock zu fahren. Also wirklich dieser Map-Abschnitt ist einfach ein absoluter Traum. Das muss man mal sagen. Es ist hier wirklich... Ach, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. So. Können wir ein bisschen Gas geben. Ich glaube, da vorne ist sogar ein Upgrade-Laden. Ne, es ist ein Optik-Laden. Ja gut, das bringt uns nichts. Da oben ist ein Optik-Laden. Gucken wir vielleicht in die Richtung da oben, bei ihr vielleicht irgendwas haben. Ich sag, sonst schenken wir uns das erstmal, solange wir durchkommen, werden wir es erstmal belassen, wenn es tricky wird und die Strecken uns Probleme machen mit den Gegnern. Damn, das ist ein ganz schön starker Baum. Muss ich mal einfach mal loben. Holy fucking shit, ey. Dieses kleine Ästchen da und ich hör mal dagegen und das Ding stoppt mich komplett. Ich weiß nicht, ob ich da einen kleinen Einwurf reinwerfen würde, aber der Upgrade-Laden ist... Da unten wäre einer, ja, da drüben wäre einer. Jetzt können wir zu dem fahren. Fahren wir gerade zu dem durch. Ballern wir gerade Querlenker rein, dass wir ein bisschen Sturz in die Vorderachse kriegen. Nicht viel. Wir müssen auch keine Einstellbaren haben. Einfach nur, dass wir ein bisschen Sturz vorne reinkriegen. Dann dürfte das schon ein bisschen was beheben. Ich will da nicht zu viel Geld ausgeben, weil... auch schon wieder an die Zukunft denken, ne? Ist ja auch ganz wichtig, Leute. Vorausschauend denken für die nächsten Clubs. Ja, nächstes Mal geht's ja, nächste Club geht ja schon in die C3-Richtung und das frisst Geld. Und das müssen wir erstmal haben. Und umso weniger wir natürlich hier ausgeben müssen, umso besser ist es natürlich. Aber dem Handling zugute würde ich es, glaube ich, echt mal versuchen, dem Wagen ein bisschen mehr Sturz vorne zu geben. Dann dürfte es eigentlich schon reichen. Links rum. Rechts ist die A. Guck mal, das ist diese Autobahnbrücke, über die wir letzte Folge unfreiwillig ein bisschen Flugstunden gemacht haben. Junge, Junge. Ich habe nicht erwartet, dass das Ding wirklich so einen harten Sprung hat, aber die Brücke hat Bock gemacht. Oh, boah, hoppala. Das hat sehr viel Bock gemacht. Das fand ich schon sehr geil. So, da vorne ist ein Gegner. Das ist meine ehemalige Tankstelle so gewesen, ne? Das ist ein nächstes Gebäude. Soll so aussehen. Sieht aus, als wäre das Dach eingestürzt. So, da wären wir zum Rennen, aber wir fahren mal gerade ganz kurz ein paar Meter weiter zum Upgrade-Laden und geben unserem Porsche ein bisschen Camber. Da könnten wir auch springen, aber das sehe ich auch für eine sehr dumme Idee, das zu tun. Ich mag drauf verzichten wollen. Es ist einfach, ey, dieses Rumcruisen hier oben macht einfach durchweg so Bock, Alter. Das ist insane. Es fährt sich einfach so gut.
Einfach nur spaßig. Fertig. Ist einfach nur durchweg unterhaltsam. So. Guten Tag. Ich würde da gerne mal schauen, ob wir ein bisschen was an unserem Porsche veranstalten können. So, wir wollen Suspension. Und wir hätten gerne Front Suspension Arms. Genau, ihr seht nämlich, für 3000 kriegen wir schon 3,5 Grad. Na, da kriegen wir sogar schon ein bisschen Einstellbarkeit. Oh, okay, da können wir auch Ackermannwinkel. Das brauchen wir auf Dauer auf jeden Fall. Ackermannwinkel, so brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir mit Drifter bauen. Dann ist der Querlenker sehr wichtig, dass wir auf die hier gehen. Aber ich will ja fast sagen, der für 10 reicht ja. Dann machen wir schon mal, gehen wir ja schon auf 4 Grad. Ich meine, das sieht man ja, also optisch brauchen wir nicht mehr diskutieren, dass man den Unterschied auf jeden Fall sieht. Packen wir den mal rein. Was kann ich denn theoretisch, wie könnte ich den theoretisch einstellen? Oh, ich kann sogar mehr einstellen. Guck mal hier. Wir können auf 6 Grad vorne gehen. So. Jetzt haben wir mal vorne 6 Grad. Die sieht man auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall sichtbar geworden. Also die sieht man, den Sturz sieht man. Das ist natürlich auf jeden Fall gut. Was haben wir denn vorne mal für Reifen drauf? Wie gesagt, vorne hatten wir echt ganz schön Kavenz mehr drauf gekracht, ne? Wir hatten Racing drauf und wir hatten vorne 255er. Aber da mag ich jetzt auch kein Geld mehr ausgeben. Das wird schon tun. Aber der Sturz sieht vorne schon ganz gut aus. Gucken wir mal. Aber schmalere Reifen und Spurplatten hätte es auf jeden Fall auch getan. So 225er da vorne hätte auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Vorderachse ein bisschen weniger grippt. Weil die grippt leider zu viel. Und da kommen wir ja nicht rum, weil die halt so in den Asphalt hackt. Schauen wir mal. Ich glaube, den Sturz sieht man auf jeden Fall an der Vorderachse. Gucken wir mal. Der Wagen jetzt ein bisschen agiler geworden ist. Bisschen. Ich meine, ich darf da jetzt natürlich auch kein Weltwunder erwarten. Ne? Es ist immerhin nur 2 Grad, ne, 3 Grad Sturz mehr. Nichtsdestotrotz. Oh, erster Eindruck ist ganz gut. Ich dürfte auf jeden Fall hoffentlich für die letzten Rennen reichen. Ich hab jetzt keinen Performance Boost gemacht, ne? Ne, habe ich nicht, auch gerade zu sagen. Stimmt, das war ja, die Sache hat ja keinen Einfluss. So. Aufs Performance-Tuning. Also auf die Performance-Score, so rum. Gut, dann gehen wir mal die nächste Zwischengegnerin an. Was fährt denn die nette Dame? Wir haben auch wieder schon Evo gehabt und den Porsche, den 997 hatten wir. Oh, und den aktuellen Nissan Z. Ja, moin. Oh, jetzt eine geile Crew. Evo, 997, Porsche, Z, das ist schon gut. Kann man nicht anders sagen. Ich bin echt gespannt, was Cheffe fährt, ey. Die Kisten sehen bisher alle durchweg clean aus, ne? Weil wir sind jetzt mal Autos, die mal durchweg lackiert sind. Irgendwie haben nämlich alle anderen Crews grundsätzlich keinen Bock auf einfarbige Fahrzeuge und entscheiden sich aber mittendrin, die Karre nicht mehr zu lackieren. Die haben schon ein bisschen Stil. Aua. Okay, fuck, genau dieselbe Scheiße wie ich. Wo ist mein Warnblinker an? Muss ich irgendwo reinkommen. Ja, ist ein bisschen agiler geworden, aber es ist immer noch kein Weltwunder. Wie gesagt, ich glaube, die Reifen sind einfach viel zu breit. Aber ich habe Leistung und die können wir gleich auch ausspielen. Warten Sie mal ab. Wir sind dran. Alles gut, alles easy. Komm schon, 911er. Ah, ich habe halt auch kaum Lücken. Bei Außen überholen ist halt dreiviertel Zeit Ende der Mauer auf jeden Fall für mich. Das ist nicht mehr weit. Jetzt. Auf den letzten Metern wieder. Komm. Yes. Oh. Das muss ich ja sagen. Hier oben die Duelle machen halt durchweg Laune, weil es immer auf den letzten Meter ankommt, teilweise, ey. Letzte Kurve nochmal. Schön innen reingehackt und dann. Peak-mäßig überholt. Und Level 21 sind wir auch noch geworden. Geil. Das ist doch schön. Neue Fahrzeuge haben wir frei. Wir haben jetzt den Skyline und so auf jeden Fall frei, weil die waren ja auf jeden Fall Level 19, Level 1. Die heißt, die werden das Level 23 freigeschaltet. Aber das sind unsere ersten beiden C3-Fahrzeuge. Nämlich der C63 und der Evo 6 hier. Und der Evo, muss ich sagen, der reizt mich natürlich schon sehr hardcore. Obwohl ich, wie gesagt, auch sehr Bock auf den Skyline hätte. Aber ich muss auch sagen, nachdem wir jetzt den Evo frei haben, das ist ja auch so ein Auto, was für C3 interessant werden könnte. Weil, ja, wir haben ja einen Skyline schon. Warum nicht dann mal einen Evo holen, ne? Aber wir gucken mal. Wir schauen mal, was es da wird. Das ist noch so ein bisschen in den Sternen. So, wir haben wieder 3 Rennen frei. Heißt, wir... Digga, das ist nicht die erste direkte Route, oder? Du willst mich doch verarschen. Ach, fuck, weil da ein Tunnel ist, ne? Holy fucking shit. Aber ich habe doch irgendwo hier mein Haus gehabt. Das ist hier drüben. Shit.
Okay, wir gehen mal kurz zu meinem Haus, weil, alter Verwalter, das sieht so nah aus, weil es direkt auf dem Berg vor einem ist, aber man muss 50 Kilometer zurück durch den Tunnel hämmern, um wieder da hinzukommen. Ja, das sehe ich nicht so ein. Da haben wir ja Gott sei Dank unser Haus gekauft. Wir sind nämlich smart, das ist das Gute. Und damit meine ich, ich bin Smartfahrer. So. Haben trotzdem 4,5 Kilometer vor uns. Das hier oben ist hier oben machst du deine Meter. Also, weißt du auf jeden Fall, was du getan hast. Sagen wir mal so. Ich gerade auf die Minimap gucke, ihr seht so ein bisschen, geht da ganz schön wieder Scheiß gerade ab. Aber ich habe nichts in der Nähe, wo ich mich hinporten könnte. Also ich muss jetzt nicht 20 Mal diesen Berg hier fahren. Ich mag die Gegend echt gerne, aber wir fahren sie wirklich sehr häufig. Das hat ein Zuschauer auch gemeint. Es ist so ein bisschen problematisch, ist halt das Einzige, du fährst diese Bergregion, dadurch, dass die ja nur in dieser Bergregion die Rennen stattfinden und die Bergregion eher länglich gebaut ist, fährst du halt immer hin und her auf dieser Bergregion. Und das ist, irgendwann ist auch gut. Irgendwann hat man auch genug Bergregion gesehen und entscheidet sich dann auch mal, dass 33 für Fast Travel eine vollkommen legitime Attitude ist. Wir müssen jetzt nicht hier 20 Jahre hin und her eiern. Das ist auch irgendwann ist auch genug Open World. Dann fange ich aber das Event hier, weil das andere ist ja Quatsch sonst. Aber ich glaube, da seid ihr bei mir, weil wir fahren die Gegend ja auch in den Rennen nochmal und dann müssen wir sie nicht noch während der Zwischendrin nochmal 20 Mal fahren. Vor allem, wenn die Events halt so gestreut sind. Dementsprechend, wir haben ja genug Fachzeit. So. Okay, ist gerne Erik 7 am Start. Geil, aber schlechten Start erwischt. Das Geile ist halt alles Sprintrennen, ne? Das macht mich so glücklich. Ich sag es euch. Ist auch auf jeden Fall ein kurzes Rennen. Jetzt mal gucken, dass ich auf jeden Fall dranbleibe. Hopp, Dankeschön an Erik 7. Der hat auf jeden Fall dem Skyline das Rennen gerade schon mal ein bisschen verhagelt. Komm schon, jetzt schön dranbleiben. Oh, guck mal hier, wie schön wir. Oh, gut. Oh, wie ich eben am Arsch hänge. So muss es. Ja, dann bin ich besser. Ich bin dran, aber nicht vorbei. Oh, wir haben einen neuen Tuning-Shop gefunden. Ach, hier ist einer. Ja, wunderbar. Den hätte ich gar nicht so weit jückeln müssen vorhin. Naja. Vielleicht, dass man die Sachen ja Gott sei Dank auch hier in den Rennen entdeckt, muss man sich ja nicht nur auf World hier rumeiern. Ah, ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Oh, sorry, Bruder. Ah, das ist das Flugfeld vom Start. Ach, guck mal an. Ah, hier hat das Intro stattgefunden. Hier ist ein Flugplatz, Alter. Mit ganz schön geilen Driftkursen vor allem noch. Junge, Junge, Junge. Das, wo ist denn hier? Au, oh, what the, der Flug... Ich hab auf Minimap überhaupt nicht gesehen, dass da ein Flugplatz ist, Junge. Wo ist denn der? Warte mal. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, krass, hier ist ein Flugfeld. Ihr seht doch die ganzen Strecken noch drumherum. Guck mal hier, wie geil man hier noch rumdriften kann, allem. Das ist ja ultra geil. Also, wie war der... Ah, das macht die Cutscene auch am Anfang Sinn, weil wir sind dann auf jeden Fall, genau, wir kamen ja über diese Berge hier runter, lang gehämmert. Also es sah natürlich aus, als wären wir vom Flugplatz 200 Kilometer gefahren, aber wir sind direkt nicht von hier oben gekommen und dann... Ah, jetzt macht alles Sinn. Aber es ist schön, dass die ganzen Sachen, die man im Intro gesehen hat, auch Teil der Map sind. Weil da gibt es viele Spiele, die so Intro-Cutscenes halt dann natürlich außerhalb der Map machen, aber dass dieser Flugplatz samt einem gewissen, sagen wir mal, kleinen Driftkurs hier drauf, oder auch Rennkurs, wie auch immer man sehen will, auf der Main-Map selber drauf ist, finde ich sehr nice. Das ist ein schönes Detail. Muss man appreciaten. So. Kleines Duell hier am Flugplatz. Der RX-7, wow, den treffen wir ganz schön häufig, ne? Okay, fahren wir ein kleines Flugplatzrennen. Gucken wir mal. Der freut sich natürlich riesig, nachdem ich ihm gerade erstmal das Seitenteil zerhämmert habe, dass wir hier nochmal ein Rennen fahren, wo ich das gleiche nochmal machen werde. Ey, das linke Seitenteil. Hast du wieder repariert? Wart mal ab. Wart mal ab. Ich habe gerade noch gelobt, keine Rundkursrennen. Hier sind wir jetzt. Egal, das akzeptiere ich auf dem Flugfeld. Uiuiui, komm schon, Porsche. Aber man muss sagen, hier für die Rennen haben wir uns echt eigentlich ein solides Auto gebaut. Der Wagen funktioniert hier so gut. Dabei kann die KI gerne mal ganz ein bisschen assi und unfair sein, aber hier arbeitet der Porsche wirklich bravourös. Ist halt ein Sportfahrzeug, ne? Ein schönes Sportfahrzeug. Das Ding haben wir easy in der Tasche. In dem Kurs hat der Erik 7 ja gar keine Schnitte gegen uns. Also wirklich gar keine. Wo ist er denn? Irgendwo da hinten? Ja, moin. Ja, gut. Das war ja ein entspannter Rennsieg. Freut den Sieger riesig, dass er zweimal auf dem Flugplatz fertig gemacht worden ist. Aber so läuft's halt. So läuft's halt, meine lieben Damen und Herren. So, jetzt haben wir hier oben noch irgendwo ein Event. Ne, da drüben haben wir eins.
Ja gut, da können wir gerade hinfahren. Wir müssen jetzt nicht... Da müssen wir jetzt nicht jeden Cent ausgeben. Oh, 3 Kilometer, scheiß drauf. Ich port mich. Das hier oben ist... Gott, 10 Credits. Das können wir ruhig mal ausgeben. Wir verdienen 10k gerade für die Events. Da kann man auch mal 3 Credits ausgeben. Aber muss ich auch sagen, wer den Cent nicht ehrt, der ist den, hier den... Wie war es noch? Nicht irgendwas anderes ist er nicht wert, ne? Weißt du, ich meine. Weil wenn die Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert. Ich habe irgendwie sowas, ihr wisst, wie ich meine. Also das, wo man sagt, hier, ne? Also wer den Kleinkram sagt, einfach so, oh, das ist ja nichts wert. der hat auch das große Geld nicht verdient. Da haben sie auch recht, kriegt von hier oben vielleicht getriggert? Ne, krieg ich nicht, okay. Wollen wir mal gucken, wie groß die Hitbox ist von den Events, bis sie getriggert werden, dass man starten darf. Ich hab ja gehofft, dass es ein bisschen größer ist. Na gut. So, moin moin. Here we go. Der Civic ist immer noch ultra geil, der EJ9, ne? Der ist also... noch auf der Liste. Der ist noch auf der Liste. Also ganz safe. Boah, BMW, was machst du denn? Gas geben, nicht stehen bleiben. Ich kann doch nicht ihn überholen, wenn er eh schon in dem Scheitelpunkt hängt, wo, wenn ich noch weiter hinfahre, ich den Checkpoint gleich außen vor lassen kann. Boah, was ein Überholmanöver. Meisterleistung. Er hat die Strecke gesehen, antizipiert und den Parkplatz als Lücke entdeckt. Nur so kann man gewinnen, meine lieben Damen und Herren. Nur so. Man muss seine Chancen wittern. Und zu Not im RX-7 auch das Seitenteil mehrfach einhämmern. Das ist, immer ein bisschen situationsabhängig. Ich mag meinen Porsche Lack echt gerne. Nur weniger, wenn er von einem M3 so dermaßen ausgeblichen angestrahlt wird. Oder könntest du ein bisschen Abstand halten? Ich würde mein Auto vielleicht ein bisschen mehr genießen wollen. Ich finde das ein bisschen übergriffig. Hinterachse. Moin moin, hier bleiben bitte. Oh, da diesmal nicht über die Brücke, schade. Boah, ich hätte mir ein zweites Rennen hier drüber echt gewünscht. Ich muss sagen, ich fand es ganz lustig. Vor allem ist es auch so ein kleines 50-50, dann ob die KI es vernünftig macht oder komplett Flickflack schiebt. Ich meine, die KI hat es vernünftig gemacht, ich habe den Flickflack verschoben. Also dementsprechend, ich meine ja, es gibt ja 2 Fälle. Kann ja auch sein, dass die KI das auch hinbekommt. Du weißt das schon. Ah, nice. Ey, der Porsche ist so gut. Also wirklich, ich bin so froh über unsere Fahrzeugwahl. Ah, King die Kiste, wirklich. Boah, freue ich mich drüber. Oh, die Squad-Racer stehen schon an. Ach, guck mal an. Gibt auch 13k vor allem, nice. Okay, wir haben die Squad Races schon. Stimmt, die letzten Rennen schon. Ja, das sind ja nicht 19, sondern 15 Rennen. Geht man ja ein bisschen flotter durch. So. Dann gucken wir nochmal. Wie gesagt, dürfte Evo, der RX-7 und der... Nee, nein, nicht der RX-7. Der, genau, die drei, die ich vorher aufgezählt habe. 9-7, Evo und der Z sein. Sehr großer Frauenanteil hier. Und der Golf Porsche ist halt immer noch ziemlich geil. Und sie fährt wie das letzte Stück. Hallo. Können wir rechts rumfahren? Ich springe jetzt einfach. Scheiß drauf. Here we go. Ja, es ist gut gegangen. Ich wurde belohnt für meinen Mut. Nice. Ah, dafür ist die Leitplanke ein Arschloch. Toll. Also mein 911 und die Leitplanken hier, die verstehen sich wirklich nicht gut. Also, obwohl, man kann es auch so sehen, die verstehen sich zu gut. Tut sich aus. Natürlich ist der Evo schnell. Wer hätte damit rechnen können? Ah, an den Z kommen wir gut ran. Ah, da war ein fatziger Brems. Habe ich sie schön in den Fehler gedrängt. So, jetzt gehen wir auf Evo-Jagd. Komm, 911er. Come on. Porsche Power. Ah, wo soll ich rankommen, weiß ich gerade gar nicht. Das ist wieder der Anfangabschnitt, den wir hier fahren, ne? Aus dem Intro. Ich meine, ich komme ran, aber... Es wird im First Try, glaube ich, nichts werden. Ah, Mann, ey! Scheiß untersteuern! Wir haben da davor nochmal 2 Handeln am Ende. Ich guck mal. Lass jetzt nur nochmal fliegen. Komm schon. Okay. Ah, ja, der Fehler am Anfang war es. Beziehungsweise der Fehler am Anfang. Also der Fehler gerade war es.
Mit der Leitplanke, da habe ich mich zu sehr verhaken, den Evo dann in den Freilaum gelassen, weil ich habe gesehen, wenn ich am Ende dran geblieben wäre, schnupfe ich den Easy. In den letzten Kurven bin ich deutlich schneller als er. Aber er hatte halt Vorsprung und den musste ich gerade erst mal einfahren und das war halt das Problem. Alter. Könnt ihr mal aufhören, auch in Evo die ganze Zeit so hardcore zu verteidigen? Ich komme immer nicht zu ihm vorne ran, weil entweder ich mit dem 9 und 7 mich anlege oder den Z abkriege. Lass mich bitte überholen. Na, jetzt hör auf, mich abzudrängen. Ah, Mann. Ey, das gibt's nicht. Ich will jetzt einfach überholen. Mach jetzt Platz, Mensch. Ich bin schneller. Sieh es ein. Ah, das werde ich lieber anschappern. Ja. Alles gut, ist ja nicht verloren. Wir sind näher dran am Evo als vorher. Ich hole die gleich aus dem Auto raus, ne? Also gleich wird's persönlich, das sag ich dir. Oh, jetzt bin ich aber am Evo dran. Der Kollege hat mich ein paar Fehlerchen gemacht, die werde ich jetzt eiskalt ausnutzen. Come on! Second try kriegen wir das hier wohl auf der Kette. Komm schon, ausbeschleunigen. Oh, wenig Platz, aber schön für die Gap gehen. Nice. Oh, der Evo ist zu weit rausgekommen, der ist außen an der Wand hängen geblieben. Da hat nämlich eine Wand rausgesteckt. Ich habe mir schon gedacht, das wird aber eng, wenn er da meint, noch außen vorbei zu wollen. Es ist nicht gut gegangen, aber es ist für mich gut gegangen. Schön, nice. Ah, es gibt auch gut XP, vor allem auch gut Credits. Und wir kriegen ja am Ende nochmal Bonus-Credits. Aber ich vermute, es wird trotzdem nicht reichen für ein nächstes Auto. Weil wir haben ja allein für den Porsche 400k haben müssen. Und die kriegen wir hier nicht zusammen. Da muss ich euch leider enttäuschen. 400k werden es leider nicht werden. Das wird nichts. 570er Fast Travel. Aua. Habe ich irgendwas Günstigeres hier? 680er, ja wunderbar. Ich glaube, ich werde nicht viel billiger Fast Travel, ne? Aber ich will jetzt aber nicht die Strecke hier jucken, Alter. Nee, wir traveln mal gerade. Scheiß drauf. Ich sehe schon kommen, am Ende ist es genau die Kohle, die ich fürs Fahrstürm genutzt habe. Ich scheiß Neureicher, die mir am Ende dann fehlen für mein nächstes Auto. Oder fürs Tuning vom nächsten Auto. Wir werden am Ende der Folge auf jeden Fall mal unsere, sagen wir mal, Möglichkeiten ein bisschen abschöpfen, ein bisschen mal durchgucken, gerade mal gleich noch durch den Autohändler natürlich. Ich sag dir, Evo 6 ist schon hart auf meiner Liste, weil ich hätte gerne noch einen Allradbomber, weil die. So ein richtig Rallye-Car, aber auch gestanzt, wie scheiße, könnt ihr euch darauf einstellen. Ich mach das Ding natürlich nicht performancemäßig, Rallye-Car-mäßig. Das Ding fett gefittet rum. So, auf jeden Fall, nachdem ich hier beim Porsche mich jetzt mal ein bisschen zurückgehalten habe, könnte das mir auch zutrauen, dass ich es beim nächsten Auto mal wieder machen darf, oder? Ich glaube, beim nächsten Auto habe ich wieder Freiflug für, mach mal, wenn du lustig bist. Obwohl so ein C63 auch cool wäre, muss ich auch sagen. Auf so einen alten so einen Benzer hätte ich natürlich auch mal richtig Bock. Wer würde uns vor allem unseren Fuhrpark schön aufmischen, ne? Ah, es ist, ey, ich, wie gesagt, ich hätte am liebsten alles. Es ist echt das Problem, dass mir. Die finanziellen Mittel hier fehlen für, ich kaufe einfach alles. Ich muss mal gucken, ob bei C3 oder C4 schon Driftclubs dabei sind. Nicht, dass ich dann mir einen Allrader kaufe und Driftclub fahren will. Perfekt, Digga. Ich habe die Leitplanke nicht gesehen. Und vor allem auch die Laterne da nicht, wie man gesehen hat. Die habe ich eindeutig übersehen. Wie lange die Racing Plus Reifen durchhalten hier im Club, ne? 42% haben wir immer noch. Wir haben alle Clubrennen gleich gefahren und haben immer noch die Racing Reifen übrig. Das ist schon die Racing Plus Reifen übrig. Schon gut. Wir können ein bisschen was ab, das gefällt mir. Ah, Mann, Leitplanke, scheiße. Ah, da unten kommen aber wieder sehr viele Haarnadeln. Darauf freue ich mich dann immer am meisten, weil ich weiß, da bin ich überlegen. Was mit an der Autobahn liegt, mit aber auch natürlich an der KI, weil die in den engen Haaren so ein bisschen am Trouble ist mit ihrer Geschwindigkeit. Die gehen da ein bisschen sehr vom Gas. Oh, yeah, come on. Wenn die Leitplanke jetzt schon wieder der Fehler war, der mich hier wieder nicht zum Sieg bringt, ne? Ich sag es euch. Ich fahre hier bald mit Bulldozer durch und hau alle Leitplanken weg. Oh, schöner kleiner Cut meinerseits. Gut gemacht. Ja, es steht nur der Evo im Weg. Ach, komm weg. Fahr bitte. Den muss ich jetzt vorbei in der nächsten Handel dringend. Jetzt komme ich nicht an den Z ran. Na, vergesst, da kam der Fehler.
Jetzt sind wir am Set dran. Sehr dran, also wirklich sehr nah dran. Ah, und sogar ausbeschleunigt. Ja, so muss es. Schön. Platz für den Oldschool Porsche, so nämlich. Boom. Das Ding ist echt. Ah, ich liebe der 911er. Ich liebe dieses Auto. Er ist also vom Fahren technisch geil. Und wir haben gleich schon Level 22. Das ist auch schon mal auf jeden Fall sehr positiv. So, Bossrennen steht da, meine lieben Damen und Herren. Erst steht das Bossrennen. Ich hole mir schon mal meinen Stream da hin, dass ich mich gleich mal ausblenden kann. Da oben haben wir das Rennen doch schon. Das Gute ist, wir können es ja direkt mal kurz zu unserem Haus hochportieren. Dann müssen wir zumindest die Serpentinenstrecke jetzt nicht da noch hochhämmern. Also nicht ganz, weil ein bisschen müssen wir immer noch fahren. 172k. 160k kriegen wir. Ja, das reicht auf jeden Fall nicht fürs C3-Fahrzeug. Glaube ich nicht. Ich habe so ein leichtes Gefühl, dass es knapp werden könnte. Kann man hier auch cutten? Warum geht das hier überhaupt lang? Ich kann doch hier runterfahren, richtig, oder? Ja, ich kann hier richtig springen wie ein Berserker. Wow. Ah, ich weiß nicht, ob das so smart war. Oh, fuck. Wo bin ich hier? Alter, aua. Kann ich hier weiterfahren? Ah, das war doch schon eine Abkürzung. Also, ein bisschen Wert mindern, vielleicht fürs Fahrzeug, aber Gewinn bringt, was die Zeit sparen es angeht. Guck mal. Junge, hier kannst du ja überall runterjumpen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Warte mal. Junge, hier gibt es ja überall Sprünge. Was mit der Fahrphysik von KX Street schon ein bisschen motiviert von mir weg, da ist überall Sprünge reinzubauen, sind wir mal ehrlich. Also die Fahrphysik ist schon manchmal so ein bisschen Gummibärchen, aber für Spielspaß ist es trotzdem da. Ich meine, im Rennen würde ich die Sprünge meistens vermeiden wollen, weil ich genau weiß, dass ich nicht weiß, was mein Fahrzeug als nächstes tun wird. Bin jetzt gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Rennen ist auf jeden Fall da unten. Ich springe mal in die Richtung. Oh Gott. Ah, bin ich schon so weit? Ne, ich bin richtig, ja, ja. So, hier nochmal lang. Alter. Ja, so fährt man, glaube ich, Togo, oder? Ich habe das schon richtig gemacht, ne? Wunderbar. 200 XP und 15k. Moin, moin. Ich spüre Initial D-Vibes. Nachdem wir letztes Mal Dom Toretto besiegt haben, haben wir jetzt mal kurz das Filmgenre gewechselt. Oder Seriengenre, wie auch immer. Ja, moin. Okay, Bro ist full send. I get it. Come on, ist okay. Fahrgang runter. Ja, okay, mehr Musik im Hintergrund brauchen wir nicht diskutieren, was die anspielen wollen. Das ist ja auf Meterweit. Aber finde ich ziemlich cool, bin ich ehrlich. Mit der Strecke und der Gegend, die wir gerade gefahren sind, muss man einfach ganz klar sagen, das ist natürlich jetzt auch wirklich angebracht gewesen. Das war aber auch wirklich, also das ist ja auch wirklich, was ich jetzt erwartet habe. Das sind alle 86, wäre vielleicht ein bisschen lame, weil wir hatten ja, glaube ich, schon Gegner. Hatten wir schon alle 86? Ich meine schon. Aber wir haben zu wissen, weil seine Crew so coole neue Autos fahren und er eine A86 fährt. Aber hey. Dass der Japaner in den Bergen AE86 fährt und mit dem Intro kommt. Ah, das appreciate ich schon sehr. Das finde ich schon gut. Das finde ich schon sehr gut. Speedtake scheint nur gegen unseren Level anscheinend gar keine Schnitte. Nein, nicht wieder dieser Baum. Der dumme Kack-Scheißbaum, Alter. Junge, ich komme gerade nur aus dieser Kurve raus und sehe die Häuser schon. Ich weiß so, da steht der kleine Ass. Der so stark ist wie die Queen Mary. Ach ja. Cool. Das Problem ist, aufgrund der Bodenwelle in der Kurve kurz vorher wird ihr dein Heck so leicht. Deswegen fängt der Porsche da das Driften so an. Dann gleichst du es aus, aber durchs Ausgleichen rutscht du ja weiter nach außen. Ja. Und da hast du theoretisch Platz, weil dein Fußgängerweg ist. Aber wie gesagt, einer der Damen hat sich gemeint, boah, da baue ich jetzt den stärksten Baum der Welt hin. Und dann hängst du halt in diesem scheiß Ast drin. Diesmal nicht. Okay, kam an die Message. Ich fahre schon durch die Tankstelle. Was willst du von mir, Kollege? Ja. Bin ich direkt angegangen. Habe ich direkt drauf geantwortet. Tja, jetzt habe ich sogar Vorsprung. Ja. Das wäre dein Move. Ich bin allzu smart, outplayed, aber sowas von. Oh. Ja, ich sehe Scheinwerfer kommen. Ich sehe schöne Pop-Up-Headlights kommen. Mein Game Shamber, dann finde ich hier oben schon cool. Also hier oben macht es schon was aus im Dunkeln die ganze Zeit. Ah, okay, wir fahren die Brücke. Ja, gut. Ich habe gesehen, du hast Full Sam beim Drift gemacht, dann trau dich jetzt. Komm, Vollgas. Ich gehe nicht vom Gas, ich nehme den Sprung mit.
Okay, er hat sich jetzt schon gedreht. Scheiß auf den Sprung. Er hat jetzt schon einen Fehler gemacht. Egal, Vollgas. Oh, ich bin ein bisschen weit links. Au, 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 au. Oh Gott. Ah, fuck. Ah, das ist schlecht. Nee, nee, nee. Ich fahr weiter. Alles gut. Hat sich. Ich bin... Ah, wir sind Level 22 geworden. Ich hab gar... Was ist das für ein... Ist der denn überhaupt? Ich glaube, ich habe ihn gebrochen. Ich glaube, ich habe den Mann komplett gebrochen. Aber er hat sich auf der Brücke auf jeden Fall kurz vorher gewickelt und seitdem ist er jetzt nicht mehr Teil dieses Rennens. Ich weiß nicht, ob er die Brücke runtergestürzt ist und jetzt... Ah, ne, ich seh wieder einen roten Pfeil auf der Map auftauchen. Okay. Er kommt wieder. Er ist zurück. Er hätte gerade sehr gut davon profitieren können, wie ich nach der Brücke abgeliefert habe, nachdem ich den Baustellenleuten ihre komplette Apparatur da weggeräumt habe, wirklich jeden Pilot mitgenommen habe und mich danach nochmal entschieden habe, den Leitplan genommen an Besuch abzustatten. Muss ja auch mal sein. Er ist auf jeden Fall wieder dran. Aber ob er hier in Nadeln schneller ist als ich? I doubt it. I doubt it. Komm schon. Oh ja, gut lange Strecke, aber ich finde es schön, dass wir nochmal so einen ganzen Abriss hier von seinem Gebiet fahren. Das macht spielerisch richtig Böcke. Noch mal ein paar Nadeln. Komm schon rum, sehr schön. Boah, okay, jetzt hat es mich ein bisschen sehr ins Untersteuern gebracht. Komm, komm. Aber er ist immer noch nicht dran. Er ist immer noch so ein, zwei Kurven immer hinterher. Bisher kann ich das ganz gut halten. So, Junge, mit dem Asphalt hier ist aber auch richtig geil. Das lädt ja richtig zum Driften ein. Meine Fresse, ey. Komm. Oh, jetzt nochmal ein bisschen Tempo hier. Ah, er holt auf jeden Fall auf, ey. Dafür, dass der zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr auf der Map findbar war, ist da auf jeden Fall jetzt nochmal richtig Tempo hintergekommen. Er hätte den Fehler oben nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre das am Ende hier nochmal eine richtig tricky Sache gewesen. Weil vor allem ich ja da oben auch ein bisschen auf der Brücke getroubbelt habe. Aber bin ich auch ehrlich, war wieder ein bisschen selbst schuld, weil ich da meinte, Fullstand drüber zu gehen. Und ein bisschen linkslastig war. Wenn ich da ein bisschen mehr mittig gekommen wäre, das glaube ich weniger Problem gewesen. Ich habe mich auch echt überschlagen sehen. Also als ich da in die ganzen Sachen reingekrabbelt habe, ich da so nächsten. Jetzt gibt es gleich einen Flickflack. Er kam noch mal ran, aber der Sieg ist trotzdem unser. Nice. Und damit haben wir den nächsten Club abgehakt. Western Sierra ist auf jeden Fall damit von der Liste weg, meine lieben Damen und Herren. Club completed. Western Sierra abgehakt. Elite Race is available. Da lassen wir den Porsche auch schön drin, weil ich weiß, der wird in den Elite-Rennen hier auf jeden Fall sehr gut funktionieren. 180 km bekommen und 30 Streetcoins nochmal. Und wir sind Level 22 geworden. Da müssen wir jetzt gleich auch mal auf die Map gehen, weil da werden wir auch noch was bekommen. So, 370 km auf jeden Fall. Und wir kriegen nochmal ein Level up. Was gibt's jetzt Schönes? Gucken wir mal gerade. 15.000 Credits nochmal und Streetcoins. Wir haben 386 km. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, was der nächste Club sein wird. Weil wir haben ja als nächstes ja C3 steht hier an. Wir haben die Falcons. Ich vermute es normal. Sieht man irgendwie, ob das Drift Club ist oder nicht? Ah, Rear Wheel Drive. Okay, wenn da Rear Wheel Drive steht, bin ich mir recht sicher, dass es Drift sein wird. Wenn die Rear Wheel Drive angeben, warte mal, können wir mal kurz gucken. Ja, Rear Wheel Drive werden die Drift Clubs sein. Recht safe sogar. Okay, also die haben einen 235er Score. 225er Score. Wo haben wir doch einen C3 Club? Wo ist noch einer? Da. 200er Score. Ah, okay, dann ist das auf jeden Fall die Street Hunters. Weiß nicht, wie TJ Hunters findet, aber lassen wir das. Die sind auf jeden Fall der Nächste, okay. Also, die sind auf jeden Fall das Nächste. Das sind, wie gesagt, Basic C3-Fahrzeuge können wir damit schon fahren. Also, wenn wir auf 210 tunen, wäre schon easy machbar. Also, das ist auf jeden Fall der nächste Club. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Car-Dealer. Weil mich interessiert mal,
Was ist geil an unseren Kosekosten? F34 ist hier auf der Liste, wo ich Bock drauf hätte. Wir gehen mal auf C2. Wir gehen das C3 und so rum zurück. Das ist alles, was ich mir gewinnen kann. Den haben wir ja umsonst. Weiß ich, ist gut. Ich will den aber erstmal dafür nicht haben. Den werde ich vielleicht für einen Driftclub oder so nutzen. Da können wir den ein bisschen lustiger aufbauen. Wir haben die Camaro. Die wäre theoretisch möglich. 199er Score wäre direkt dran. 200.000. Heißt, wir müssen nicht mal viel Leistung reinballern. 10 Punkte reichen. Er hat halt 182er Score. Da muss man erstmal ein bisschen Geld investieren. Kostet aber auch nur 180k. Heißt, wir hätten noch 200.000 übrig. Das würde für Leistung auf 210 und Optik grob reichen. Könnte man direkt loslegen. Hätten wir noch einen Evo 8. So, jetzt haben wir aber hier direkt an C3 natürlich, wie gesagt, den C63 oder auch den Evo, den ich natürlich asozial geil finde. Dafür müssen wir Level 23 werden. Gut, das ist jetzt nicht über den Hexenwerk. Zur Not fahre ich ein paar Elite-Rennen gerade offscreen, dann ist das Thema auch gegessen, ganz easy going. Weil da hätte ich auch schon sehr Bock drauf. Den Wagen können wir uns natürlich auch schon holen, das ist das Super Cabrio. Ne? Das Ding ist auch schon einfach geschenkt. Und auch hier der Mustang sind aufgrund der Deluxe Edition auch schon geschenkt. Aber Mustang oder Supra oder eben den M3 würde ich aber lieber gerne für die Driftclubs nutzen, weil ich glaube, ich hätte sehr Bock, den hier jetzt quer zu fahren, den Dark Horse. Das wäre schon eine coole Sache. Wir haben eine normale Supra hier, wir haben 8er BMW hier. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein C63 wird. Wäre cool. Aber jetzt auch irgendwie nicht so passend fürs Setting. Oder eben schön Evo 6. Ich muss sagen, es ist wirklich. Evo 6 ist für mich mein absoluter Lieblings-Evo. Evo 8, 9, wirklich brutal geil aus, aber ich finde den Evo 6er vom gesamten Bodykit-Erscheinungsbild, deswegen ist Tuning, glaube ich, so eine Sache, wo ich echt tricky werde bei dem Auto, einfach perfekt. Diese Stoßstange sein, diesen breiten Bodykit, weil das Ding ist ja wirklich gegenüber einem Lancer, ist das Wahnsinn. Es ist einfach ein wunderhübsches Auto und ich weiß, ich vermute, dass der Wagen ganz geil gehen würde. Deswegen hätte ich schon ein bisschen Bock auf den Kollegen. Dafür müssen wir Level 23 werden. Level 23, der Wagen kostet 180k, was preisig auf jeden Fall okay ist. Er kostet auch nur 160, was auch ganz geil ist. Wie gesagt, wenn ich eh noch die paar Elite-Rennen mache, bis zur nächsten Folge, und dann das Geld zusammen habe und den Level, würde ich mal behaupten, dass es höchstens Evo 6 wird. Vermute ich. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich vermute es wird Evo, weil wir müssen nicht viel nicht in die Leistung reinstecken, sondern wir können ihn einfach direkt fahren und dann halt direkt optisch bisschen fetter machen. Aber das gibt es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut auch gerne in der nächsten Folge hier bei KXTube wieder rein. Würde mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen rum da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.